Schwarze Röcke, seidene Strümpfe, weiße, höfliche Manschetten, sanfte Reden, umrassieren. Ach, wenn sie nur Herzen hätten, Herzen in der Brust und Liebe, warme Liebe in dem Herzen. Ach, mich tötet ihr Gesinge von erlogenen Liebesschmerzen. Auf die Berge will ich steigen, wo die frommen Hütten stehen, wo die Brust sich frei erschließet und die freien Lüfte wehen. Auf die Berge will ich steigen, wo die dunklen Tannen ragen, Bäche rauschen, Vögel singen und die stolzen Wolken jagen. Lebet wohl, ihr glatten Säle, glatte Herren, glatte Frauen. Auf die Berge will ich steigen, lachend auf euch niederschauen. Hier und da liegen die Steine übereinander und oben darauf stehen die Bäume, die nackten Wurzeln über jene Steine hinziehend und erst am Fuße derselben den Boden erfassend, so dass sie in der freien Luft zu wachsen scheinen. Überall schwellende Moosbänke, denn die Steine sind fußhoch von den schönsten Moosarten wie mit hellgrünen Sammetpolstern bewachsen. Liebliche Kühle und träumerisches Quellengemurmel. Hier und da sieht man, wie das Wasser unter den Steinen silberhell hinrieselt und die nackten Baumwurzeln und Fasern bespült. Diese munteren kleinen Wasserläufe begleiten den Wanderer und haben mich zu folgendem Haiku inspiriert. Der klare Quell umspült Wurzeln und Steine, kostbares Nass. Als Heinrich Heine den Brockengipfel erreicht, beschreibt er wunderliche Gruppen von Granitfelsen von erstaunlicher Größe. Auch mich haben diese Felsformationen sehr beeindruckt. Denke ich an meinen Aufstieg auf den Brocken, dann führte mich der Weg nicht mehr durch romantische dunkle Tannenwälder. Ein großes, über weite Flächen sich erstreckendes Waldsterben hat bei mir einen erschreckenden Eindruck hinterlassen. Als Ursache gilt eine intensive und rigorose Holzwirtschaft, die zu einer Schwächung des ursprünglichen Baumbestandes geführt und ihn nachhaltig geschädigt hat. Heinrich Heine hat in der 1800 erbauten Brockenherberge übernachtet. Wir sehen heute auf dem Gipfel das Brockenhotel, den Fernsehturm und das Nationalparkbesucherzentrum Brockenhaus. Heller wird es schon im Osten durch der Sonne kleines Glimmen, weit und breit die Bergesgipfel in dem Nebelmeere schwimmen. Der Abstieg vom Brocken führt Heinrich Heine ins Ilsetal. Er schreibt: Da ist nun die Ilse, die liebliche, süße Ilse. Sie zieht sich durch das gesegnete Ilsetal. Es ist unbeschreibbar, mit welcher Fröhlichkeit, Naivität und Anmut die Ilse sich hinunterstürzt über die abenteuerlich gebildeten Felsstücke, die sie in ihrem Laufe findet, so dass das Wasser hier wild emporzischt oder schäumend überläuft, dort aus allerlei Steinspalten wie aus vollen Gießkannen in reinen Bögen sich ergießt. Heute steht am Ende des Ilsetals zu Ehren der Prinzessin Ilse ein Quellhaus mit Trinkbrunnen. Das Ilsetal erscheint auch mir voller Liebreiz. Ich hatte das Glück, dieses wunderschöne Tal bei fantastischem Herbstwetter zu erleben. Heinrich Heines und meine Eindrücke haben diesen Haiku entstehen lassen. Unermüdlich eilt sie hinunter ins Tal, Prinzessin Ilse. Der Dichter wandert weiter, erreicht den Ilsestein und widmet der Prinzessin Ilse folgendes Gedicht. Ich bin die Prinzessin Ilse,
und wohne im Ilsenstein. Komm mit nach meinem Schlosse, wir wollen selig sein. Dein Haupt will ich benetzen mit meiner klaren Well. Du sollst deine Schmerzen vergessen, du sorgenkranker Gesell. Der Ilsestein ist ein ungeheurer Granitfelsen, der sich lang und keck aus der Tiefe erhebt. Von drei Seiten umschließen ihn die hohen, waldbedeckten Berge, aber die vierte, die Nordseite, ist frei, und hier schaut man über das unten liegende Ilsenburg und die Ilse weit hinab ins niedere Land. Auf der turmartigen Spitze des Felsens steht ein großes eisernes Kreuz, und zur Not ist da noch Platz für vier Menschenfüße. Der Ilsestein und der grandiose Ausblick haben sich bis heute nicht verändert.